schräger als der Nicholson Jack. Weil ich hab Talent, auch wenn du's nicht erkennst. Das sagt auch mein Lehrer an der Acting School. Der ist so cool, privat und teuer. Und hör mal, wie ich singen kann. Ich sing auch ganz schön gut. Ich hab den Look, ich hab die Moves. Ich bin tough genug. Warte mal, bei tough brauch ich irgendwie so, weißt du, diese ganzen Schlagertypen, die haben so Gesten, weißt du, so ganz. Das ist gut. Ich hab den Look, ich hab die Moves. Ich bin tough genug für den Beruf, für die Branche. Antwort des Vaters. Es schmerzt das Herz in meiner Brust. Du leidest doch schon jetzt mit 20 und der Haarverlust. Doch wenn du wirklich gehst, denk an die Nachbarn. Nimm einen Künstlernamen an. Der Ruf des Ruhmes kann beflügeln. Doch du kannst ja nicht mal selber bügeln. Dich erwartet der Hungertod. Das Brot des Künstlers ist nicht der Applaus. Das Brot des Künstlers ist Brot. So, und jetzt passiert natürlich das, was immer passiert, wenn irgendeiner der Altvorderen den jungen Sprössling was mit auf den Weg geben will. Der Junge mault, er will nicht hören. Ich will heraus, ich halt's nicht mehr aus. Ich bin jung und wild und geil und so. Es wartet MTV, es wartet Viva, es wartet auch die Bravo. Und jetzt wird's dem Alten aber endgültig zu blöd. Junger Freund, ich ruf dir zu, hör mal. Einer ist immer besser als du in deinem Fall. Vermutlich alle. Klar, du bist mein Fleisch und Blut. Und glaub mir, ich persönlich, ich find dich wirklich gut, aber bitte bleib dein. Denn wer viel lacht, wird noch mehr weinen. Und nun, liebe Festgäste, begeben wir uns in den Bereich der Fiktion. So wie diese Geschichten niemals ausgehen in der Realität, aber ausgehen sollten. Na gut, dann lass ich's bleiben. Und danke für den guten Rat. Warum sollen andere wegen dir leiden? Ich bleib hier und werd Hartz IV. Dankeschön, kurze Pause, bis gleich.